Los rein da. Oh. Verdammt! Raus hier! Die Wand ist wohl... Irgendwas ist hier an der Wand. Ah. Seid ruhig, unmöglich. Ach. Ja, das Schloss wirst du so nicht aufkriegen. Oh oh. Oh 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 oh. Scheiße. Da fackelt die Wohnung ab. Daran. Los. Die Wand muss kaputt gehen. Los, durch da, durch da, durch da, durch da. Komm schon. Okay, wir sind im Bad gelandet. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Wir müssen hier schnellstens raus. Oh Gott. Ich will hier nicht sterben. Nee, das... Ah! Scheiße! Nein! Geh da weg! Viereck. Na los! Gott, wie kommen wir nur hier raus? Ich ersticke. Die Luft verbrennt meine Lungen. Wir müssen schleunigst irgendwie hier raus. Oh oh. Das Teil könnte gut explodieren. Scheiße. Na, verbrenne ich nicht mehr dessen. Ah! Du musst da raus! Denk nach, Matt. Ich muss mich irgendwie vor der Hitze und dem Rauch schützen. Ja. So. Komm, wirf das Ding um. Ach, R1, nicht L1. Na komm! Hauptsache, du kommst da irgendwie rüber. Am besten zum Ausgang. Ah, der wird wohl abgeschlossen haben. Ach, scheiße. Wir haben nicht viel Zeit. Los. Sauber. Da ist die Tür. Die natürlich zu ist. Wenn das Teil explodiert, sind wir am Arsch. Ah, nee, die ist fest zu. Wir könnten doch... Warte mal. Die Wohnung brennt schon. Ich muss mich beeilen. Nee, das bringt so nichts. Ah, ja. Ach, jetzt geh doch an die Tür, wo ich hin will. Madison. Da. Wir könnten in den Kühlschrank. Der ist doch ziemlich gut isoliert, oder nicht? Da, Kühlschrank auf. Ach, raus mit der Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So, bleib da drin. Jetzt heißt es... Bumm. Ah. Ich hoffe, der Kühlschrank hat was gebracht. Ja. Gott, wir leben. Oh mein Gott. Der Kühlschrank war eine gute Idee. Puh. Jaden anrufen, Ethan anrufen. Allein Ethan anrufen, würde ich sagen. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Er geht nicht ran. Dann machen wir uns wohl alleine auf dem Weg. Ich hätte wohl eher Norman anrufen sollen. Der weiß ja noch nicht, wo die Adresse ist. Der weiß nur, wo der Origami-Killer lebt. Freitag, 19.22 Uhr. 148,54 mm Niederschlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hol dir deinen Sohn. Hol ihn dir. Rette ihn. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Das hoffe ich auch. Sean ist erledigt, wenn ich die falsche Adresse habe. Sean! Sean! Ich suche schon seit langer. Scott. Lange Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Er war da, als der Unfall passierte. Seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Da wollte er uns eiskalt abknallen, der Wichser. Aber Norman ist zur Stelle, ja! Los, mach die Kacke auf! Wir brauchen irgendwas, um das aufbrechen zu können. Guck mal, hier liegt eine Stange. So. Ich hole dich hier raus. Los! Du kriegst das hin. Oh. Gleich nochmal. Ja! Ja!
Na los! Komm schon. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Gott, Sean.